Wind und dann über den Balkon und ja, klar. Machen wir. Aber riechst das schon? So muffig, ne? Ja. Riechst das schon? So muffig, ne? Ja. Aber riechst das schon? So muffig, ne? Ja. Ja, na, nass und alt. Ja. Oh nee. Das ist doch gemein. Kommt mal in die Sonne, ist schön hier. Schön hier. Aber die Quere sind richtig. Jetzt aber einen schönen Hof hier. Nur drauf. Da ist eine Leiter, guck mal. Ein Pullover? Huch, lasst uns doch mal rein. Wir wollen mit euch Kaffee trinken und Eierlikör. Eierlikör haben wir mit, hallo. Ja, aber wenn es kein Gehirn würde, dann denke ich auch, wenn ich auf die Fenster nicht so zugebaut. So, Kamera nicht fallen lassen. Nee. Das ist ein Knochen. Ich hoffe, das sind nur irgendwie Tierknochen oder so. Ich hoffe, das sind nur irgendwie... Ich hoffe, das sind nur irgendwie Tierknochen oder so. Obwohl es auch scheiße ist. Guck mal. Ist da vielleicht ein Eingang irgendwie? Oh, da passe ich nicht durch. Obwohl? Was ist das für eine Ruhe? Weiß ich nicht. Ist das vom Wäschetrockner oder so? Hatten die damals schon, ich weiß ja nicht, wie lange der schon zu ist. Wäschetrockner? Ist doch scheiße. Wo
Voll scheiße. Oder voll scheiße. Oder voll scheiße. Oder wir müssen die beiden. Scheibe durchhämmern ist auch schon cool. Scheibe durchhämmern ist auch schon cool. Och. Lagerhaupt. Hier seid. Hier seid. Ihr seid doch gemein. Das ist eine Gefahr. Aber so doll wird das Lager auch nicht mehr benutzt, ne? So wie das hier aussieht. Mhm. Vielleicht An- und Ablieferung. Essen und Tote. Hallo, guten Tag. Die Alltagsbegleiter sind da. Guck mal, wie alle uns haben sie aufgedacht. Oh, das ist gnädig. Wie gesagt, wir sind über 40, ne? Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade, echt. Toll, das haben sie wahrscheinlich erst diese Woche gemacht. Echt, ja. Auch die Klimaerwärmung erklärt. Siehst du? Die gehört doch ins Haus, Leute. Die gehört doch ins Haus, Leute. Die gehört doch ins Haus, Leute. Ach, ja, Mann. Ja, wollen wir nochmal uns kurz. Ja, wollen wir nochmal uns kurz. Ja, wollen wir nochmal uns kurz in das Haus ein bisschen? Ja, ne? Mal gucken, ob wir da rumlaufen bei dem Wetter. Ich will mal hier rein gehen. Ich hoffe, es geht bei dem Wetter. Ich will mal hier rein gehen. Ich hoffe, es geht bei dem Wetter.
trotzdem mal hier reingehen. Ich hoffe, es geht auch nicht weiter. Aber nicht mit der Schrottleiter da hinten. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Huch, wer hat mich denn hier angerotzt? So. Was ist das? Diese Stopper hier machen mich halt. Diese Stopper hier machen mich halt. Naja. Sollen keine Panzer gegen fahren. Ich muss nicht hier runtergehen. Zu spät. Ich glaube. Was mich wundert ist, da ist ja auch eine Tür, ne? Ob die jetzt noch auf ist? Weil das Teil da so schräge drauf ist, weißt du? Ja, ich glaube, das haben wir alles elektrisch gemacht. Gut. Fehlt noch das Herzchen. Ja, guck mal, hier konnte man bestimmt im Sommer immer richtig schön sitzen. Schön und grün hier. Hier malt ein Meteor. Hier malt ein Meteor. Hier malt ein Meteor explodiert. Oh ja. Oh, ein Zeichen. Ein Zeichen. Ein Zeichen. Ihr seid hier. Wir auch. Freue mich. Auch. Freue mich. Wir auch. Freue mich. Liegt da einer drin? Habt ihr den Helmut verloren? Der liegt da im Loch. Aber da, also, das sah schön komisch aus. Und da waren vor allem in dem Loch da unten, kurz gesehen, sind Tunnel drin gewesen. Aha. Oh, guck mal, die ist ja auch recht tief, da kommst du ja gar nicht hin. Obwohl, die steht fest. Auch Leichen drin. Bah. Hier ist ein Beißring. Ach, geht nicht. Ach, geht nicht. Ach, geht nicht. Ein Beißring. So, kommt raus, wir wollen ein bisschen schnacken. Hallo. 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 Schluss mit Anwendung. Jetzt kommt ihr erstmal. Ja.
habe eine neue Katze mitgebracht, mit der könnt ihr spielen. Die mal ganz doll drücken. Die piept dann auch. Das ist voll lustig. So, könnt ihr gerne mal berühren. Müsst ihr aber herkommen. Auch von oben. Alle runterkommen. Das Badezimmer. Elfriede kommt vom Kacken. Wie geht das los hier? Was? Die wollen geduzt werden. Sind denn noch Bewohner hier? Ich habe nichts gehört. Vielleicht quietsche ich ja auch. Da quietschen Vögel, ja. Du bist voll drauf. Ja, ich bin voll drauf. So, fass mal die Katze an. Mach mal. Ich will das mal piepen hören jetzt. Oder steht sie da blöd? Kommt ihr da nicht hin? Können sie da vorne beim Loch, beim Loch hinlegen, aber dann fallt ihr alle rein und seid ihr weg. Vor allem hier, wenn die Katze da reinfällt. Die Rentnerfalle, auch die kann man ja rausholen. Ja, kann sie ja machen. Klettern üben. So, ihr Lieben, kommt. Durftet ihr nie raus? Ja, mal ohne Scheiß. Ich glaube, wir mussten tatsächlich ums Haus wandern. War das hier mal ein so eine Liegewiese für euch, so eine Terrasse, oder hattet ihr sowas gar nicht? Nee, dafür war vielleicht der Balkon, ne? Ja, aber das ist ja nur, da kommt man nur auf. Doch, Zimmer zu Zimmer. Meine ich, warte mal. Oh, überall diese Löcher, ey. Und hier sieht aus wie ein Weg. Oder das waren vielleicht die, die mehr Geld bezahlt haben. Ne? Ich hätte dann hier unten gewohnt. Ich hätte da gewohnt im Keller. Ach ja. Geht das ja echt weiter? Oh, ist aber auch recht eng da, ne? Nee, lassen wir das lieber. Ja. Nee, lassen wir das lieber. Ja. Nee, lassen wir das lieber. Dürft ihr rauchen? Ich habe Zigaretten mit. Es sind bestimmt einige bei, die nicht rauchen dürfen, aber das sieht ja keiner. Wir verraten es nicht. Nee.
Ich habe das Gefühl, da kommen Stimmen aus dem Haus. Aber ich sage, jetzt hört man immer so, weil man es hören will, ne? Ne? Habt ihr denn auch immer regelmäßig Besuch bekommen? Stimmt auch gut mit Sternen. Aber weißt du, was ich gerade sehe? Das ist ja alles ein Badezimmer, ne? Unten und oben. Ich glaube, die hatten nicht mal ein Badezimmer auf dem Zimmer. So. Das weiß ich nicht, das ist ja riesengroß hier. Wie alt ist denn das Haus schon? Rein. Könnt ihr mal gegen die Scheibe klopfen? Ja, vorhin schon. Aber ich weiß nicht, ich kenne mich mit Bäumen nicht so aus, ob das hier irgendwie jetzt auf Eichen sind, Ja. Aber jetzt Baumkunde. Ja. Na, wenn mir ständig irgendwas vom Baum fällt. Das ist ein geiles Outtake. So. Geil. Ist denn jetzt jemand bei uns? Friedhelm, Heinrich, Gerd, Martha. Du kannst aber fragst wieder nur nach dem Namen. Ich habe jetzt eine Chance, die Katze zu berühren. Einfach mal einen Arm nehmen, ist auch mal schön, ein Stofftier zu knuddeln. Ich mache das auch immer noch so zum Schlafen gehen. Ja. Ihr müsst aber mal hier echt was machen, die Tapeten fallen schon ab. Das finde ich jetzt nicht schön. Und Fenster putzen müsst ihr noch. Die noch da sind, die müssen mal geputzt werden. Das ist kein schönes Heim hier. Also vom Gefühl, als wenn da drin geredet wird. Hörst du das auch? Echt nicht? Ja, sind wir mit dem Kind hier heute. Ja, mit der hier nach Mäusen oder Federmäusen. Mäuse! Ja, in dem Loch war auch die Mäuse drin. Voll süß! Rattenalarm! Was gab's denn hier immer so zu essen? Rattenfliegen. Ich muss immer nach dem Essen fragen. Man sieht es vielleicht. Das wird auch Essen interessiert. Hast du auch viel in der Tasche von, das täuscht. Das Gefühl, die Kamera wird immer schießen. Oh Gott, ich bin nicht frei. Wir müssen wieder stehen. Ich muss den wieder stehen. So.
mehr. Dann kann mir nichts passieren, weil ich ihn wieder jetzt abstütze. Sieht doch sehr professionell aus. Ja. Ich weiß. Hallo. Also wir sind tatsächlich hier, um nichts zu zerstören oder so, sondern wir würden gerne mit euch reden. Was denn noch? Das ist schon alles zerstört, das stimmt. Aber heile Fenster sind ja tatsächlich. Ja, eigentlich wäre das ja genau richtig für euch, weil sie spielt ja öfter mit kleinen Kindern. Ja. Hä? Das sind auch kleine Kinder. Das sind auch kleine Kinder. Das sind auch kleine Kinder. Eben. Nur ein Gruß. Habt ihr denn noch lebende Verwandte? Wollt ihr denen vielleicht noch was sagen? Was stimmt. Das sind neue Schuhe. Nein. So, Anu. Ihr müsst doch bald ins Bett, ihr essen zu Abendbrot. Ist doch schon gleich 5. So viel was zu essen. Passt doch vorher mal die Katze an. Das wäre klasse. Die könnt ihr richtig doll drücken, die kann das ab. So, jetzt rauchen wir eine und dann geht ihr ins Bett. Was haltet ihr davon? Das ist jetzt nur zum Triggern, das Rauchen, ne? Mhm. Hört mal. Ganz einfach. Wollt ihr auch mal ziehen? Schnell, bevor der Flieger das sieht. Der Flieger, wie heißt er? Martin. Die Überschwester. Der Fünfschwester, weiß ich nicht. Schwester, weiß ich nicht. Oh, das ist euer Pool, ne? Hier durftet ihr immer baden. Oder das war eine Vogeltränke oder ein Brunnen irgendwie, ne? Das ist eine Vogelspinne. Auch, ja. Das war, guck mal, mit Strom sogar, das war ein richtiger Brunnen. Ein Springbrunnen dazu? Mhm. Alter Strom. Ah. Oh, da stehen so wunderschöne Autos da hinten. Oh, cool. Sicherung, nee, komm nicht. Guck mal näher. Nix, ne? Könnt ihr auch mal klopfen? Na gut. Okay, vielleicht kommen wir ja noch mal wieder. Da war eben ein Geräusch drin, aber es kann auch vom Wind sein. Irgendwie so, nu. Das war ein Motorrad. Nein, so ein Klacken.
Ist es ein Hund? Ja.